In Berlin bezieht knapp jeder 10. Einwohner Hartz IV. Genau wie diese vierköpfige Familie aus Spandau. Wir sind Dennis und Vanessa. Wir leben zurzeit mit unseren zwei Kindern Brandon Maddox und Stacy Celine von knapp 1000 Euro Hartz IV im Monat. Die finanzielle Situation führte in der Vergangenheit oft zu heftigen Ehekrisen. Und lauf mir bitte nicht die ganze Zeit zwischen den Füßen rum! Meine Fresse! In den letzten 6 Ehejahren hat sich Dennis als Trödelhändler, Spinnenzüchter und Plakatierer versucht. Doch die meisten Jobs schmiss er nach wenigen Wochen hin. Ich hab ein Megaproblem mit Autorität. Wenn mir jemand was sagen will, das klappt eh nicht. Vanessa wünscht sich einen Ehemann, auf den sie sich verlassen kann. Du kriegst nichts geschissen und fängst jede Woche was anderes an. Dennis wollte seiner Frau beweisen, dass er für die Familie sorgen kann und begann ein Praktikum als Schausteller auf dem Jahrmarkt. 8 Wochen später ist der 41-Jährige aber überraschend zu Hause und nicht auf dem Rummel. Hallo Dennis. Hallo. Ja, bist du fertig jetzt? Wo ist dieser behinderte Briefmann? Scheißegal, bin ich hier. Da ist die an. Hallo, Vanessa. Ja. Jess, komm. Hallo. Hallo. Können wir reinkommen? Eigentlich sollte Dennis im 500 Kilometer entfernten Flensburg sein, um sich eine neue berufliche Zukunft aufzubauen. Was ist los, Dennis? Ist Streit gerade? Oh. Also sind die Kinder erstmal gegangen. Was ist denn los gerade bei euch? Sie haben mich beim Fremdkinder erwischt beim Arbeiten. War in Flensburg arbeiten als Schausteller. Sie wollten mich überraschen. Das war eine Überraschung. Bisschen doof, ne? Hat sie mich an einem Autoscooter mit einer anderen Frau erwischt, stand sie auf einmal hinter mir. Ja, sie ist dann postwendend wieder zurückgefahren. Ich bin hinterhergefahren, also habe meine Sachen genommen, bin hinterhergefahren und alles. Wie hast du denn deinen Chef gesagt, dass du dann ja auch abgehauen bist sozusagen? Ich habe meinem Chef gar nichts großartig gesagt. Ich habe die Tasche gepackt und habe gesagt, ich fahre zu meiner Frau und meinen Kindern. Das ist wichtiger jetzt. Tschüss. Alles Gute. Da werde ich mich nicht noch Kaffee trinken, mit dem Chef hinsetzen und ihm erstmal erzählen, ja, so. Nee, Tasche genommen und bin gegangen. Ja, sie hat dann die Kinder erstmal genommen und ist von dannen quasi. Was heißt das? Du bist hier alleine, oder? Ja, das heißt, ich bin erstmal alleine hier, ja. Dennis steht vor einem Scherbenhaufen. Er hat alles verloren. Seine Frau, seine Kinder und die Aussicht auf einen festen Job nach 4 Wochen Praktikum als Hilfskraft auf dem Jahrmarkt. Was bleibt, ist eine große Leere. Was soll ich groß machen? Meine Kinder sind nicht da. Ich sitze zu Hause und spiele am Handy oder gucke Fernsehen. Das ist ja auch mal das Ding. Ich weiß überhaupt nicht, mit mir anzufangen gerade zur Zeit. Wie ist es jetzt finanziell? Hast du finanzielle Einbußen, wenn du jetzt sozusagen wieder arbeitslos bist? Nee, ich habe ja noch gar nicht lange genug gearbeitet, um jetzt irgendwelche Vor- oder Nachteile zu haben. Und dann läuft das jetzt erstmal alles so weiter. Konkret bedeutet das, Dennis lebt von 389 Euro, der Regelsatz pro Person in einer Bedarfsgemeinschaft. Denkst du über neue Arbeit schon nach, oder? Jetzt erstmal sehen, wie es dann weitergeht überhaupt. Und erstmal selber vor allen Dingen auch wieder auf die Füße kommen. Ne? So. Weiß ich nicht, im Moment vegetiere ich eher vor mich hin. Meinst du, die Trennung ist endgültig? Ich hoffe nicht. Dennis und Vanessa teilen sich das Sorgerecht für ihre beiden jüngsten Kinder. Seit 2 Wochen hat der Hartz-IV-Empfänger die beiden nicht mehr gesehen. Ohne meine Familie fehlt mir definitiv der Antrieb. Ganz definitiv. Ich fühle mich einfach nur noch antriebslos. Kein Bock mehr auf nichts. Dennis hat sein Praktikum geschmissen, damit er um seine Frau kämpfen kann.
Doch bislang hat Vanessa ihm den Seitensprung nicht verziehen. Nimmst du uns mit hoch? Ja, wenn er jetzt sagt, das ist so weit betretbar, das Schlimmste, was ist, dass ich die Küche machen muss. Aber Küche war ich schon immer eine faule Sau. Kochen, backen, ja. Aufräumen, nö, nicht so meins. Vanessa ist übergangsweise bei ihrer besten Freundin untergekommen. Und Dennis wohnt alleine in der gemeinsamen Sozialwohnung. Oh, na gut, ist betretbar. Ja, hier war halt noch ein bisschen Chaos, nicht? Für Arbeit und Haushalt bleibt keine Zeit, denn alle Gedanken kreisen um seine noch Ehefrau. Was wäre deine Idealvorstellung von der Zukunft, wie es aussieht in 2 Monaten, 3 Monaten, einem halben Jahr? Na, da gehe ich mal eher von mindestens einem halben Jahr aus von der Idealvorstellung. Und da wäre wirklich mein Wunsch, wir haben diesen ganzen Albtraum hinter uns gelassen, in Anführungsstrichen, sind wieder zusammengewachsen, haben unsere Kinder wieder bei dir und ja, und dann ehrlich gesagt auch nur noch weg hier aus Berlin. Arbeiten gehen, nach Hause kommen, mit den Kindern was machen, mit der Frau abends noch was machen oder so und dann lassen wir alle in Ruhe. Die Jobsuche spielt in Dennis' Halbjahresplanung keine Rolle. Dabei könnten sich seine Probleme noch vergrößern, wenn das Paar nicht mehr zusammenfindet. Was glaubst du denn, wie lange du die Wohnung so noch halten kannst? Oder wann wirst du die Trennung dem Jobcenter melden? Die Wohnung bleibt so oder so. Weil, sollte es zu der Entscheidung kommen, dass wir uns komplett trennen, bleibt Vanessa ja mit den Kindern hier. Denn was soll ich mit der Wohnung, dann mit der Großen? Wollen wir das dem Jobcenter sagen, ja, wenn es wirklich so bald ist. Und wenn sie dann die Scheidungspapiere beantragt hat und so, dann werden wir es dem Jobcenter sagen müssen. Ne? Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Was bedeutet das dann finanziell für dich, wenn es zur Scheidung kommt, zur endgültigen Trennung? Was das finanziell für mich bedeutet? Ja, nichts anderes. Da ich ohne Ende Schulden habe, ist dann nichts zu holen. Ums Finanzielle geht es mir ja dabei nun mal gar nicht. Das interessiert mich nicht. Aber du bist unterhaltspflichtig. Ja, bin aber auch immer noch Hartz-IV-Empfänger und habe nicht nur 2 Kinder, die Unterhalt wollen. Das sind jetzt wie viele? Bin ich nicht auf dem aktuellsten Stand? Na, alle, die Unterhaltsansprüche stellen könnten, wären dann 11. 11. Selbst wenn ich Arbeit habe, dann so viel Geld könnte ich niemals verdienen, um all meinen Kindern den ihnen zustehenden Unterhalt zahlen zu können. Dennis hat 3 Kinder mit Vanessa und 8 weitere mit 3 anderen Frauen. Der Mindestunterhalt liegt durchschnittlich bei 412 Euro pro Kind. Das macht zusammen 4.532 Euro im Monat. Jetzt bezahlt das Jugendamt gerade den Unterhalt als Unterhaltsvorschuss halt. Ne? Aber den müsste ich ja auch theoretisch dann irgendwann wieder zurückzahlen. Werde ich aber auch niemals zu in der Lage sein. Du hattest mal gesagt, dass du ein gutes Vorbild für deine Kinder sein willst und arbeiten willst, für sie arbeiten willst. Ja, habe ich mal gesagt, habe ich wohl verkackt. Ich meine, anhand deiner finanziellen Situation, unterhaltspflichtig, lohnt sich Arbeit für dich noch? Wenn ich nur vom Unterhalt her ausgehe und so, also wenn ich noch mal die Chance kriege, Bundespräsident zu werden, dann lohnt sich Arbeiten noch. Anderes Gehalt kann ich da nicht brauchen, damit sich das lohnt und genug für mich übrig bleibt. Also eigentlich im Endeffekt nein. Ich würde jetzt nur noch für Kinder und Unterhalt arbeiten gehen. Meine Motivation im Moment zu arbeiten, wie groß die ist, kann ich dir ganz einfach sagen, die ist da.